Alex Frey, zuerst mal herzliche Gratulation zum Aufstieg mit dem FC Winterthur. Und jetzt ist alles ganz, ganz schnell gegangen. Wir dürfen dich hier bei uns als neuer Cheftrainer präsentieren. Sag doch uns schnell, wie geht es dir, dass du heute den Vertrag hast unterschreiben können? Also, wie es mir geht, ich bin sehr, sehr müde. Zweitens sehr vollgestopft noch mit Emotionen. Einerseits Aufstieg mit dem FC Winterthur, wo wirklich ein cooler Club ist, und jetzt mit dem zweiten zurückkommen auf Basel und das in einer Form als Cheftrainer von der ersten Mannschaft. Im Moment sehr viele Emotionen, aber ich habe noch genügend Zeit in der Ferien jetzt, um die wieder zu kanalisieren. Emotionen hat es auch schon gegeben im 2009, als du das erste Mal zurückgekommen bist als Spieler. Kannst du dich noch erinnern, was du dort auf dem Mittelkreis gesagt hast? Nee, ich habe auch gewusst, dass die Frage kommt. Ich gehe die Aufgabe mit sehr viel Demut und Respekt an. Und meine Energie wird dort hineingehen, dass wir eine gute Mannschaft formen, dass wir den Einzelnen besser machen. Und dann bin ich einfach überzeugt, dass je mehr Leidenschaft du an den Tag bringst, je mehr du kannst fordern und fördern kannst, wirst du auch irgendwann etwas zurückbekommen. Was das wird sein, kann ich jetzt noch nicht sagen. Aber dass wir alles dafür tun wollen und werden, um erfolgreich zu sein, das kann ich garantieren. Und du hast vorhin angesprochen, jetzt geht es zuerst in die Ferien und nachher, wie sieht das Programm aus, bis es im Juni mit dem Training weitergeht? Ja gut, am 13. Juni ist Trainingsstart und dann geht das eine zum anderen, erst ein Freundschaftsspiel, Trainingslager und so weiter. Aber wir werden die Zeit dann nutzen, um die Spieler kennenzulernen, und zwar nicht nur die Spieler, weil ich kenne die Spieler von alles, was technische, taktische Komponenten sind, aber es geht mir vor allem darum, auch die Person dahinter kennenzulernen, und das braucht seine Zeit. Dankeschön nochmal für die Eindrücke und herzliche Gratulation. Danke euch, ja. Bis zur Unterschrift. Danke.